Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch eine, ja, ich sag mal, schlanke Variante zu den beliebten Kartoffelpuffern. Und zwar machen wir heute Kartoffel-Zucchini-Haferflocken-Puffer. Und das Besondere ist, dass die jetzt nicht wie die normalen Kartoffelpuffer in Fett ausgebacken werden. Das ist ja Kalorien pur. Sondern wir machen die im Backofen und natürlich mit Hilfe unseres Thermomix. Als erstes brauchen wir zwei Zwiebeln, die habe ich schon mal halbiert, und zwei Knoblauchzehen. Die werden wie immer Stufe 5, 5 Sekunden zerkleinert. Und dann kommen unsere restlichen Zutaten dazu. Nämlich 600 Gramm Kartoffeln, die habe ich jetzt schon mal geviertelt, damit der Kessel nicht so viel Arbeit hat. Und 450 Gramm Zucchini, auch die habe ich schon mal so in kleinere Stückchen geschnitten. Dann kommt noch ein Ei dazu. Und das Ganze zerkleinern wir jetzt 15 bis 20 Sekunden Stufe 5. Machen wir mit 15 und dann sehen wir, wie es aussieht. Muss man eventuell nochmal nachlegen. Da muss man vielleicht ein bisschen nachhelfen mit dem Spatel. Da ist doch einiges an Masse. So, gucken wir mal. Das müsste aber eigentlich reichen. Müsste alles, jawohl, hat alles erwischt. Und dann kommen nur noch Haferflocken dazu. Bei Haferflocken gibt es ja zwei verschiedene Sorten. Das eine sind die zarten und das andere die harten. Also kernig und zart. Wir nehmen 150 Gramm zarte Haferflocken. Genau, wir machen jetzt noch ein bisschen Salz und Pfeffer in unsere Masse. Und dann wird das mit den Haferflocken einfach 10 Sekunden Stufe 4 im Linkslauf miteinander vermischt. Schau mal nach, ob es eine schöne Masse ist. Kessel. Ja, das sieht ordentlich gemischt aus. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Hier, das ist also eine ordentliche Portion. Und das müssen wir jetzt gehen lassen im Topf. So 10 Minuten, 12 Minuten steht im Rezept. Das ist übrigens ein Rezept aus unserem beliebten Kochbuch Lieblingsrezepte, das leider nicht mehr zu haben ist. Aber dafür machen wir es ja hier. So, in der Zwischenzeit heize ich jetzt schon mal den Backofen auf 200 Grad Umluft vor. Dann kann der Teig hier vor sich hingehen und dann melde ich mich nochmal. So, unser Teig ist jetzt 10 Minuten gegangen und auch der Backofen ist auf 200 Grad vorgeheizt. Jetzt müssen wir nur noch unseren Teig hier, unseren Pufferteig auf dem Backblech verteilen. Ich habe jetzt hier Silikon genommen, denn wir müssen die jetzt 15 Minuten in den Backofen machen und dann nach 15 Minuten wenden. Und im Rezept, in unserem Lieblingsrezeptebuch, steht ganz fett dabei: Nehmt kein normales Backpapier, sondern Dauerbackfolie oder so. Und da muss ich dann halt eben auf meine Silikonbackfolie gehen. So, wir machen da so entsprechende Kleckse. Ich mache sie ein bisschen größer, weil das bei mir keine Vorspeise wird, sondern ein Hauptgang. Und wie sich das jetzt schon abzeichnet, werde ich da wahrscheinlich zwei Backbleche voll bekommen. Da ich aber nur eine Folie habe, müssen wir zweimal backen. So, und dann mache ich die jetzt erstmal in den Backofen. Dann gucken wir mal nach 15 Minuten, wie das aussieht. Es wird gewendet. 15 Minuten sind vorbei. Und ich gucke mal, wie die aussehen hier, unsere Puffer. Und ja, in der Tat, sie sind etwas farblos. Ich mache mal den Ofen nochmal zu, denn die werden ja jetzt nur gewendet und kommen dann nochmal 15 Minuten rein. Ah, nee, auf der Rückseite, da sehen sie gut aus. Das ist schön. Und ja, auch hier sehen wir schon, ja, gut, dass wir dieses Silikonzeug genommen haben, weil das bappt doch echt
unten auch wirklich fest. Das wird jetzt schwierig. Also ich wende die jetzt mal nach und nach. Dann machen wir sie nochmal 15 Minuten rein und dann schauen wir uns das Endergebnis an. Bin gespannt auf unsere Zucchini-Kartoffelpuffer aus dem Backofen. Sehr gespannt sogar. Also fest scheinen sie zu sein und das sieht auch schon sehr lecker aus. Wie gesagt, ich habe jetzt nur ein Backblech voll gemacht, einfach weil ich nur diese eine Folie habe. Hier ist also Platz auf jeden Fall noch für mindestens eins, ein weiteres. Ihr könnt diese Puffer natürlich auch mit Fett ausbacken, ganz klar. Da hat man dann mit Sicherheit auch nochmal eine andere Geschmackskomponente. Aber das hier ist auf jeden Fall eine sehr schlanke, kalorienreduzierte Variante. Ich probiere die jetzt erstmal pur. Mit erstmal meine ich, da mache ich mir jetzt gleich noch was dran. Und ja, die sind noch ein bisschen weich, aber wir schauen mal, ob sie durch sind. Heiß. Ja. Lecker. Finde ich sehr gut. Nicht das, was man so als Kartoffelpuffer kennt, aber auf jeden Fall eine feine Alternative. Ich habe gerade gedacht, so ein bisschen Muskatnuss hätte man da noch reinmachen können als Gewürz. Aber so ist das wirklich absolut okay. Ja, man kann das je nachdem, Muskatnuss passt ja nicht immer und zu allem, aber da würde es auf jeden Fall dran passen. Ich habe aber jetzt noch was anderes, nämlich hier mein legendäres Apfelmus, das ich euch in der letzten Folge vorgestellt habe. Und das passt da natürlich perfekt zu. Ja, und das werde ich jetzt mal miteinander verkosten. Genau so muss das sein. Genau so. Das passt wirklich perfekt zusammen. Echt. Super Kombi. Alleine mit Apfelmus. Perfekt. Ja. Probiert es unbedingt mal aus. Wie gesagt, macht gerne noch ein bisschen Muskatnuss dran. Vielleicht noch ein bisschen mehr Salz, ein bisschen mehr Pfeffer. Mehr Salz, mehr Salz, mehr Pfeffer. Dann ist das Ganze noch mal ein bisschen würziger, aber ich finde das eine extrem spannende Variante zum normalen, im Fett ausgebackenen Kartoffelpuffer. Wirklich. Also kann man ohne Reue genießen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Sag alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss und guten Appetit.